So, die wahrscheinlich letzte Mission auf Zerus. Wir müssen uns den Anführern der Urzerk stellen. Wie das genau ausschaut und was wir uns beim Hydrorisken dann entscheiden können für Mutationen zu nehmen, das werden wir gleich sehen. Oder eher nach der Mission sehen dann. Ja, natürlich, man sollte euch immer die Hotkeys verwenden, also Kerrigans Fähigkeiten auf Q und E. Deine Feinde, Yagdra, ein Wurm, dessen Säure wie Feuer brennt. Greif, gewaltig und von Hass verzehrt. Slyvan, die ewige Mutter, gefühllos und zerstörerisch. Töte sie. Und du wirst über alle Zerg herrschen. Sie alle haben den Großteil ihrer Streitkräfte gegen deinen Schwarm ausgesandt und sind nun selbst angreifbar. Zagara, verteidige den Leviathan. Ich kümmere mich persönlich um die Anführer. Das will ich auch hoffen. Was du heute kannst besorgen? Macht euren Frieden. Meine Königin, neue Form, mächtig, kann sehr hoch springen, Feinde niederschlagen, schwerer Schaden. Geld gehört mir. Okay. Gewagt. Ich bin der Schwarm. Neue offensive Fähigkeit, Psi-Verschiebung. Vorwärts preschen, Kreaturen im Weg vernichten. Wir passen uns an. Macht euren Frieden. Gewagt. Dieses Relikt, ursprünglich von Xel'Naga, beherbergt genetische Informationen. Urschaben helfen. Sie bekämpfen Yagdras Brut. Neue Form kann Essenz beeinflussen. Sich selbst und nahe Zerg heilen. Ich werde Vergeltung üben. Ich bin der Schwarm. Ja? Was du heute ja, kannst wo gehen wir dahin? Besorgen? Gewagt. Mensch wird leider. Was ist es diesmal? Macht euren Frieden. Deine Königin lauscht. Dieser Planet gehört mir. So. Wir passen uns an. Wir kennen keine Grenzen. Deswegen konnte ich wahrscheinlich auch Kerrigans Fähigkeiten nicht ändern, weil der Schwarm erobert alles. Sie Spezialfähigkeiten hat hier. Was du heute kannst du wow. Ja. Gewagt. Ich bin der Schwarm. Ich werde Vergeltung üben. Deine Königin Lau, was ist du? Es ist Zeit. Wir passen uns an. Mehr Schaben schließen sich dem Kampf an. Mehr Schaben. Oh, der ist das. Anführerin des verfälschten Rudels? Nein! Ist das Angst, Yagdra? Du weißt, dass du nie eine Chance hattest, oder? Deine Veränderung bedeutet gar nichts. Ich werde das Fleisch von deinen Knochen schmelzen. Wir kennen keine Gerechtigkeit. Stirb, Schwächling! Zorn des Schwarms! Yagdra legt Eier. Zerstört sie! Die Eroberung geht weiter. Ich bin der Schwarm. Ja? Was du heute kannst besorgen. Es ist Zeit. Was ist es diesmal? Längst.
Keine Grenzen. Oh oh. Wir passen uns ab. Stillhalten. Sprich. Deine ich werde vergessen. Recht so einfach, oder? Der Schwarm erobert alles. Es ist Zeit. Was ist es diesmal? Mensch, ich werde Vergeltung geben. Ich bin der Schwarm. Die Eroberung geht weiter. Spürt den Zorn des Schwarms. Stillhalten! Was du heute kannst besorgen? Ja? Wir verzehren alles. Wir kennen keine Grenzen. Was ist es diesmal? Deine Königin lauscht. Sprich, es ist Zeit. Wir passen uns auf. Ich werde Vergeltung üben. Ja, ich werde Vergeltung. Stillhalten! Deine Königin lauscht. Dieser Planet gehört mir. Wir verzehren alles. Der Tod erwartet dich. Wir kennen keine Grenzen. Macht euren Frieden. Wir passen uns. Das ist alleine fast einfacher als mit den Schaben. Ich bin der Schwarm. Der Schwarm erobert alles. Die Eroberung geht weiter. Ihr habt mich dazu gezwungen. Weil es schon ganz schön knapp war jetzt. Es ist Zeit. Puh. Dieser Planet gehört mir. Dann schauen wir mal. Wir kennen keine Grenzen. Mehr von meinem Rudel, Urhydralisken. Schnell, vernichtet die Eier, bevor sie schlüpfen. Kümmert euch zuerst um die Großen. Vergeltung, deine Königin lauscht. Was ist es diesmal? Es ist Zeit. Mengsquirtel, ja? Sprich. Ich werde Vergeltung üben. Deine Königin lauscht. Ich werde Vergeltung üben. Was ist es diesmal? Gewagt. Es ist Zeit. Mensch, ja? Was du heute kannst besorgen? Deine Königin lauscht. Gar nicht mehr so einfach. Ich bin der Schwarm. Geht's doch nicht da irgendwo weiter? Nein. Ich werde Vergeltung. Bin ich zufälligerweise eh richtig gegangen? Wir passen uns an. Dieser Planet gehört mir. Wir kennen keine Grenzen. Gewagt. Macht eure Frieden. Sprich. Mengsk wird leiden. Ja? Was du heute kannst besorgen? Die Eroberung geht weiter. Es ist Zeit. Du bist mir im Weg. Ich werde vergessen. Deine Königin lauscht. Sprich. Mengsk wird leiden. Macht euren Frieden. Was du heute kannst besorgen? Eine interessante Mission. Ich bin der Schwarm. Der Schwarm erobert alles. Ja? Wir passen uns ab. Was ist es diesmal? Deine Königin lauscht. Ich werde Vergeltung üben. Sprich. Nur ein bisschen heilen. Schauen wir mal. Ich habe schon ziemlich viele Einheiten verloren. Der Schwarm erobert alles. Was du heute kannst besorgen? Sie geht irgendwie ziemlich steif, oder?
Dieser Planet gehört mir. Wie er um. Es ist Zeit. Seine Königin laut. Wir kennen keine Grenzen. Gewagt. Ja. Sprich. Ich werde Vergeltung üben. Puh, anstrengend. Was ist es diesmal? Ich hoffe, es ist jetzt nicht gleich ein Bosskampf, wo ich die Einheit nicht brauchen sollte. Dieser Planet gehört mir. Wir passen uns an. Was du heute kannst. Ah, okay. Weitere Uhrzeug einsatzbereit. Wir kennen keine Grenzen. Nächster Bosskampf, ne? Jawohl. Ich spüre deine Stärke. Du bist es wert, getötet zu werden. Tausendschnitte, Fleisch zerschneiden. Zeit kommt dich holen. Was ist es diesmal? Die Eroberung geht weiter. Deine Königin lauscht. Was du... Ja? Wir packen, sprich. Mensch, wird leise. Gewagt. Der Schlaf. Dadurch schmeckst du nur noch besser. Die Eroberung. Außenschnitte. Fleisch zerschneiden. Ihr habt mich dazu gezwungen. Spürt den Zorn des Schwarms. Autsch. Was du heute kannst besorgen? Der Schwarm erobert alles. Wir passen uns an. Wir kennen keine Grenzen. Die Eroberung. Zeit kommt dich holen! Dieser Planet gehört mir. Ich bin der Schwarm. Tausendschnitte. Fleisch zerschneiden. Was du heute kannst besorgen. Das geht mit ihr alleine auch offenbar, ne? Wir kennen keine Grenzen. Ich glaube fast, dass es mit ihr allein sogar noch der einfacher Schwarm ist. Erobert alles. Weil sie so schnell ein Leben und Mana regeneriert. Ich bin der Schwarm. Mein Rudel trifft ein. Was für einer? Sie werden deine Feinde zerquetschen. Die Eroberung geht weiter. Hm. Ultralisken? Wir kennen keinen. Sollten nicht anders ausschauen? Zeit. Dieser Planet gehört mir. Diese Kreaturen explodieren, wenn du ihnen zu nahe kommst. Passen uns an. Ja, auf der Liste. Die diese random Achievements sind immer so lustig. Was du? Aber soll hier. Kämpfst du mit so irre? Vernichte ihn schnell. Alles. Deine Königin lauscht. Ja? Gewagt. Mensch, wird mir. Was du heute kannst, was ist es diesmal? Ich werde Vergeltung üben. Sprich. Macht euren Frieden. Okay. Ich bin der Schwarm. Dieser Planet gehört mir. Die Eroberung geht weiter. Der Schwarm erobert alles. Autsch. Ich werde Vergeltung. Was ist es diesmal? Ja? Macht das sind übrigens, Frieden. Das ist eine Atosilope.
Und deine es gibt Königin noch eine Tasselope. Und die sind. Ja, wer viel E-Sport sieht, weiß vielleicht, wo die Namen herkommen. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich bin der Schwarm. Es ist Zeit. Mensch wird leiden. Was ist es diesmal? Sprich. Ja, das ist schon ganz schön schwierig hier. Wir passen uns an. Ja? Der Ultra-Risk lässt sich nicht wirklich ordentlich heilen, würde ich mal sagen, ne? Vor allem hat nur 400 HP, das ist gar nicht mal so viel, oder? Es ist Zeit. Aragorn hat 620. Deine Königin Lau. Ich werde Ja, dann weiter. Minsk wird leiden. Dieser Planet gehört mir. Die Eroberung geht weiter. Es ist Zeit. Gewagt. Was du heute kannst, was ist es diesmal? Ja. Sprich. Deine Königin lauscht. Ich werde Vergeltung üben. Okay. Spür den Zorn des Schwarms. Keine Gnade. Wir verzehren alles. Ach, geh, was also du das heute kannst besorgen. Säure ich werde Vergeltung üben. Die Eroberung geht. Sprich. Ja. Ganz schön knapp immer. Aber der Ultra-Risk hält viel aus. Obwohl er eigentlich gar nicht so toll ausschaut. Was ist es diesmal? Einmal noch heilen und dann gehen wir wieder weiter. Ich bin der Schwarm. Dieser Planet gehört mir. Jetzt kommen wir hoffentlich mal zum letzten Gegner. Weitere Zerke meines Schogels schließen sich dir an. Was du heute kannst besorgen? Wir kennen keine Grenzen. Sieht es ja nach Bosskampf aus jetzt. Ja, sehr gut. Gewagt. Willkommen auf deiner Beerdigung. Das war doch irgendwie der einfachste von allen, oder? Die Eroberung geht weiter. So, vierter Versuch. Deine Königin lauft. Nenn. Sprich. Kämpfe, Carrigan. Ja. Nur die Stärksten überleben. Verschlingen und entwickeln. Das ist der einzige Weg. Das ist das Schicksal aller Urzerk. Die Eroberung geht weiter. Wir kennen... Ja?
deines. Ich werde Vergeltung geben. Was du heute kannst besorgen. Der Schwarm sprich. Wir verzehren alles. Die Eroberung geht weiter. Ich werde Vergeltung geben. Deine König, es ist Zeit, ja? Ich werde Vergeltung. Es ist Zeit. Sprich. Wir haben uns geheimnisvollen Eifer. Sprich. Ja? Deine Königin lauscht. Der Tod erwartet dich. Es ist Zeit. Na, stirb. Keine Gnade. Was ist du diesmal? Ich werde Vergeltung geben. Was du heute kannst besorgen? Ja? Dem Schicksal kann man nicht entkommen. Was ist jetzt los? Ich bin dazu gezwungen. Der Schwarm erobert alles. Ich bin der Schwarm. Wir kennen keine Grenzen. Die Eroberung geht weiter. Was ist denn da los? Macht euren Frieden. Dieser Platz ist überwiegend. Wir packen uns ab. Er hat ja nur 5 Versuche lang gedauert, ne? Es ist an der Zeit, dass der Schwarm in den Koprulo-Sektor zurückkehrt. Der Bosskampf hat mich sehr an den Bosskampf in Akt 2 von Diablo 3 erinnert. War auch ähnlich schwer. Okay, wir haben insgesamt 7 von 9 Machtpunkten, ist ganz okay. Was haben wir hier? Okay, das ist ziemlich schwierig. Ja, vielleicht auf normal ist es einfacher. Puh. Da muss ich ziemlich viel rausschneiden, also 4 Versuche ziemlich. Sie waren immer relativ knapp, also. Muss man immer in die letzte Phase kommen, wo es dann etwas einfacher ist, dann schon wieder. Vielleicht mache ich da. Naja. Ich werde es einfach rausschneiden. Sonst zu langweilig. Meine Königin, ich wurde von Kilussa kontaktiert, einer Brutmutter. Sie hat von deinen Erfolgen gehört und möchte mit ihrer Brut wieder zum Schwarm zurückkehren. Sie sind nicht viele, aber sie haben mächtige Leviathaner. Kilussa, hör mir zu. Der Planet Mr. 4 dient der Liga als Militärproduktionszentrum. Zerstöre ihn mit deiner Brut. Dadurch wirst du dir deine Rückkehr zum Schwarm verdienen. Wie du gebietest, meine Königin. Meine Königin, deine Verwandlung hat deine Fähigkeiten verändert. Wenn du wünschst, kannst du dir die Änderungen in deiner Kammer ansehen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Die Essenzen der Urzerg-Anführer haben eine neue Säule und viele neue Fähigkeiten erweckt. Wenn die nächste Stufe deiner Fähigkeiten erwacht, wirst du in dieser dritten Säule ebenfalls neue Fähigkeiten erhalten. Oh, cool. Okay. Haha. Also, gut. Fangen wir hier mal an. Sprungangriff kennen wir und Psi-Verschiebung auch. Dadurch, dass wir sehr viele Fähigkeiten haben, werden die Mana oder Energie verbrauchen, wenn wir versuchen, unten so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen. Das heißt, hier Kettenreaktion. Kinetische Welle ist schon ziemlich gut, weil es ziemlich viel Schaden auch an Gebäuden anrichtet. Aber Sprungangriff und Psi-Verschiebung. Na. Achso. Okay. Das heißt, bei Psi-Verschiebung laufe ich automatisch 30% schneller. Und hier habe ich 10 mehr Schaden. 3 mehr Reichweite. Ja, ist nicht so wichtig.
Hier lasse ich vorerst mal die Zwergenwiedergeburt, obwohl die automatisierten Extraktoren auch ziemlich cool aussehen. Da lassen wir Berstlinge heilen durch meistens mit Brutmuttern. Zwillingsdrohnen, bösartiger Kriecher oder Vespin-Effizienz. Nehmen wir Zwillingsdrohnen. Lassen wir es mal so. Ja, werden wir dann sehen, was das alles kann. Wow, 700 Schaden. Okay, also lassen wir es mal so. Ich glaube, das ist ganz gut so. Schauen wir in die Evolutionsgruppe vorbei. Da gibt es jetzt nämlich eine neue Evolutionsmission, aber zuerst wollen wir mit Abatur sprechen. Es gibt keine andere Kreatur wie dich im Schwarm. Woher stammt deine Essenz? Der Overmind erschuf mich aus vielen Spezies. Vereinigung einer Brut. Was hast du nach dem Tod des Overminds getan? Wanderte durch Tunnel von Char, ziellos, verwildert. Königin der Klingen fand mich, machte mich wieder zu Zerg. Du bist kein Zerg, wenn du nicht von jemandem kontrolliert wirst? Ohne Kontrolle bin ich minderwertig. Wild. Aha. Neue Einheiten, aber keine bekommen. Dann sprechen wir mit denen hier. Hast du gewusst, dass sich der Uralte gegen mich wenden würde? Deine Essenz. Er konnte ihr nicht widerstehen. Und du hast nicht versucht, mich zu warnen. Er war Zerg. Du bist Zerg. Einer stirbt und einer wird stärker. Das weißt du. Ich fange langsam an, dich zu verstehen, Dehaka. Es ist ein gutes Zeichen, dass sich uns einige deiner Brutmütter wieder anschließen. Ich frage mich, warum sie ihre Unabhängigkeit freiwillig aufgeben. Vielleicht wollen doch nicht alle von ihnen den Schwarm beherrschen. Und womöglich wissen sie auch, dass wir in großer Zahl sicherer sind. Naja. Und wir könnten auch schon reisen, allerdings werden wir in der Evolutionsgruppe zuerst die Hydralisken-Evolutionsmission machen. Hydralisken-Gattung bereit für Anpassung. Expeditionsbrut hat uralte Zerg-Essenz im Territorium der Liga entdeckt. Brut wird angegriffen. Zeit begrenzt. Schauen wir mal. Ah, das sind jetzt die... Sehr gut. Das sind die... Die Kriecher aus StarCraft 1. Also als Brood War eigentlich. Und zwar können sich die muss man aus Hydralisken morphen, das heißt, es ist so wie wenn man einen Berstling aus einem Zergling morpht. Und dann können sich die eingraben und mit Stacheln entweder einzelne Ziele angreifen oder mehrere Ziele angreifen. Wobei ich da nicht wirklich sicher bin, ist eigentlich komplett egal, was wir da nehmen. Ich werde sie wahrscheinlich nie verwenden. Aber was wir nehmen, sehen wir nächstes Mal bei der Hydralisken-Evolution. Bis dahin, viel Spaß!